So, weitere Folge World of Warships. Mit dabei diesmal der Dark Moon. Guten Tag. Und im Hintergrund der Gunner. Der sich gleich verabscheut kurz. Genau. Dark Moon hat sich die Flint gegönnt. Erste Runde? Ja. Nö, das sind dritte schon. Die dritte, ah, alles klar. Ja, da bin ich halt auch noch heiß drauf. Ja, durch den Stahlmonster-Auftrag ist das. Winkel. Ja. Also konnten wir entscheiden zwischen der Black oder eben halt der Flint. Wieder da. Naja, muss jetzt erstmal den Prinz Eitel erfahren. Dann kann ich halt den Stahlauftrag mit dem Prinz Eitel machen. Dauert bei mir noch. Hat nun ein Prinz hier auch noch welche? Ja, okay. Hat da irgendjemand drauf geballert? Worauf? Auf die Ognerboy. Man kann der AP geladen, warum auch immer. So, wer auch schon mal diese. Ja, doch, ich nehme auf. Wir haben Bären fahren. Eine Belfast. Dann nehmen wir auf. Oh. Hast so lange nicht mehr die Atlanta gefahren. Oh Mann. Oh, unser E-Book hier schon kaputt. So, und sonst mal Hand stirbt auch gleich. Ich schau mal bei C schnell mit. Ja, lass mich ruhig dann hier bei B alleine. Da ist DD irgendwie. Muss ich da ein bisschen helfen unserem DD, sonst ist der auch raus. Reicht doch unser Hand ist kaputt. Reicht doch. So, bist du und bin schon offensichtlich gerade da. The enemy team has taken the lead. Schiffe von uns. Na klar, ich werde jetzt hier von zwei Seiten beballert. Ach, macht das Spaß. Natürlich ist dieser noch nicht bereit. Ach, ich dachte, Alter. Genau. Ruhig alleine lassen hier, Baby. Und wir fahren ja mal wieder schön weit oben weg. So was bescheuertes Ding.
Ja. Ja, die stehen alle vor dem Cap. Ja. Mal rein zu drücken oder zu pushen. Warum? Die haben da Schlachtschiffe, die könnten kaputt gehen. Also soweit ich gesehen habe, ich habe mit Radar gehabt, die Luoyang gemacht. Und die haben mit Kindern drauf geschossen. Naja, warum sollten sie drauf schießen? Das ist ja die DD. Unser DD hier ist, glaube ich, feuernd, hat er sich hier umher bewegt. Ich so, der ist gleich geplatzt. Sicher. Hallo, die Mahande ist bei A geplatzt und die Ockneboy ist gleich bei C geplatzt. Hab ich doch gesagt. Ach. Naja. Zum Hafen. So, kannst du Aufnahme abbrechen. Nö. Dolle Runde wäre da gewesen hier. Nächste Runde. Nächste Runde, ja. Ja. Aber so sieht man mal wieder ohne Unterstützung. Gut, ich hätte mich jetzt nicht mitten ins Cap gebogen. Wieso? Ich hab doch B gekappt. Bitte was? Ich konnte B schön einnehmen. Ey, da ist er ja schon wieder. Ja, ich hätte mich jetzt nicht mit drin stellen können. Irgendwas hat hier rums, bums, alles toll. Was hab ich denn hier? Oh, schon wieder ein Weihnachtscontainer. Mal gucken, ob ich ein Schiff kriege. Ne, diesmal nicht. Diesmal war der Toni da. Auffüllen, Wartung, bla bla bla. Ja, Tarnung, ja. Ich hab's hier jetzt gerade für den Tran, aber. So, den Kampfhof drauf fertig. Hast du schon gesehen, dass wir 6 Bewerber haben? Oh, 6? Nee, hatte ich noch nicht. Das hatte ich gestern gesehen. Okay. Ah, ich glaube, ich hab den japanischen Kapitän, oder? Deshalb. Admiral Hipper, ja, siehst du? Den Auftrag habe ich fertig, weil jetzt gerade so ein Tara-Geräusch gekommen ist. Mhm. So. So, Scharnestwärter. Ja. So. Signale. Ja. Nee, ich habe mich eben halt, wie gesagt, bei C auch ein bisschen was und DD war da in die Ecke mit hingestellt, versucht aufzumachen, vielleicht den DD rausnehmen. Aber nicht, wenn kein Schlachtschiff mehr rückt. Wenn was? Aber nicht, wenn kein Schlachtschiff nachrücken tut. Ja, die stand ja, der DD, ich wollte unseren DD auch mit beschützen, er hat ja versucht, der war ja drin zu cappen. Zwei, ja. Zwei Schlachtschiffe standen vor C von uns. Mhm. Ja. Habe ich gedacht. Ja. Aber denken. Ja. Schön, die Mars fährt. Fahr mal links an die Insel. Okay.
Wie soll ich denn jetzt sehen? So, ich bin so offen. Das soll ich denn hier drücken? Genau, auf mich kommen hier wieder die Torpedoflieger. Gut, machen es draußen. Wieso geht der Träger wohl auf mich? Und der Keine Ahnung. Kapitän fliegt auch her. Ja, komm noch mal. Ah, die Amagi kommt hier rundherum. Alle Schlachtschiffe hier. Also sie schauen aus. Ja, die Zielauffassung funktioniert wieder nicht. Oh, ey. Ist das schon wieder zum Bösen? Kommt der jetzt schon wieder mit seiner Scheißflieger? Ja. Dass ich nicht gleich dann zwar die Fresse kriege. Aber. Hey, Dennis! Hi! Hab schon auf dich gewartet. Mongi, Mongi, Servus, Sascha, hi. Er ist gerade AF. Ja, ich sehe es gerade.
Und Jungs, alles frisch, fromm, fröhlich, frei. Ja. Wir haben genug dich gewartet. Ja, ist klar. Ja, logisch. Ja, wir haben mit Klangfischer oben aufgehört, wir haben zweimal gewonnen, dreimal verloren, haben gesagt, was stimmt da oben, was läuft falsch. Ja. Nee, ist ja richtig. Man soll ja aufhören, wenn du das. Jo. Da haben wir gesagt, komm, egal, vielleicht fahren wir am Auge gar nicht. Kannst du das vielleicht wieder Samstag fahren? Mhm. Alter. Diese Kackziele. Also dann sollten sie was ändern. Der Deck auf dem Schiff hier, dann hat das zu funktionieren. Alter, North Carolina, machst du jetzt, dass du mit hinterherkommst? Der Friedrich ist schon abgehauen. Was ist hier mit der Glöb? Alter, es geht mir hier um. Ist eigentlich unser DD noch so was von träge heute. Ja klar, nee, der ist weg. Jetzt kommt wieder der Flugzeugträger und ich stehe vorne alleine. Monkey, du musst mit rankommen hier. Ja, bin doch hinter dir. Achso, alt Dude. Ist auch schon markiert. Mein Flieger dauert aber noch eine Minute. Alter, dass der die hier nicht runterholt. Na, zwei Stück. Ja, danke, Amagi. Alter, wo sind unsere Schiffe, wenn man die braucht? Mensch, ey, wo muss man ein bisschen schneller nachrücken hier, Alter. Unser Flugzeugträger hätte ja auch mal die ein bisschen attackieren können. Ja. Ja, jetzt macht. Musst du näher ranfahren, nicht torpedieren, noch nicht. Weil ansonsten weicht er aus. Fahr weiter ran, mit der Nase auf ihn zu. Naja, ich hab die Bayern da auch noch auf der anderen Seite, ne? Ja, ja, ich will es. Darf ich jetzt? 2 Kilometer? Ja, jetzt kannst du. Yeah.
die Treibschüsse, ja. Alter. Oh, normal, selber dagegen lenken. Die Runde ist aus. Hast du überstanden? Alter, gut. Alter, shit. Ja, man hätte langsam, aber alle, die auf unserer Seite waren, langsam ein bisschen mehr pushen. Ja. Keine volle Fahrt, sondern so Viertel, halbe Fahrt. Stetiges Vordrücke. Die Norka, die hätte nicht abdrehen dürfen. Bum, bum. Oh, ist das schon raus? Ja. Naja, ist beim Essen. Aber haben Sie hier. Haben Sie hier auf der Seite gut gehalten? Jo, jo. Ja, und dass der Flugzeugträger mal, weil er nur auf mich gegangen ist. Ich glaube, bei der Scharnas werden wir wahrscheinlich das Dings noch mit einbauen hier. Das Anti-Air-Modul. Das geht mir ja auf den Sack, Alter. Du schießt, also ich habe zwar jetzt, ich weiß nicht, 12 Flugzeuge runtergeschossen oder so, oder noch mehr. Warte mal. Ne, 20 eigentlich so, ja, abgeknallt. Oh, schön, Zulu-Signale 50 hier. Was hab ich denn eigentlich runtergeholt? 20 Flugzeuge. 4. Und teilweise waren ein Flieger mit draußen, ne? Na, der war ja nur, ja, der war ja nur über mir gewesen, ja, dieser Scheiß. Der ist ständig drauf gegangen. Der war nervig. Der hat uns schwer gemacht. Ja. Gut. Dann wartet auch für die Folge. Ja, tschüss. Ciao, ciao.